Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Zwerz und ich freue mich, dass Sie sich für den Beitrag der struktural-relationalen Medienpädagogik zur Theorie und Praxis der digitalen Bildung interessieren. Die These meines Vortrags ist, dass die struktural-relationale Medienpädagogik eine substanzielle medienpädagogische Theorie liefert, die medienpädagogische Praxis und medienpädagogische Forschung orientieren kann. Um die These plausibel zu machen, werde ich einige Projekte und Studien sowie grundlegende Begriffe präsentieren. Es geht mir also eher um exemplarische Breite als um systematische Tiefe. Ich beginne dazu mit einem Beispiel für die Medienkompetenzvermittlung. Dann folgen 5 Beispiele für die Mediendidaktik. Den Abschluss des ersten Teils bilden 2 Projekte zur Medienanalyse. Anschließend werde ich exemplarisch den Theorie-Praxis-Begriff, den Sprachspielerbegriff, den Bildungsbegriff und den Präsenzzeitbegriff kurz skizzieren. Damit komme ich zum ersten Beispiel. Diese und die nächsten Folien zeigen Ergebnisse eines medienpädagogischen Aktionsforschungsprojekts mit 9 Mittelschulen in Wien. In diesem Projekt haben die Schülerinnen und Schüler einen Medienkompetenztest entwickelt. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler zunächst ihre eigenen medialen Praktiken und damit ihre Medienkultur reflektiert, indem sie Collagen, Audios und Videos über ihre medialen Praktiken hergestellt und analysiert haben. Anschließend haben die Schülerinnen diesen Medienkompetenztest entwickelt, und zwar ohne, dass ihnen Medienkompetenz erklärt worden wäre. Denn die Absicht des partizipativen Aktionsforschungsprojekts war es, den Schülerinnen und Schülern die Rolle von Forscherinnen und Forschern anzubieten und damit die Macht der Definition von Begriffen und die Durchsetzung dieser Definition in Form eines Tests in die eigenen Hände zu nehmen. Die Pointe ist leicht erkennbar, wenn man verlangt, dass der PISA-Test durch Schülerinnen und Schüler entwickelt wird. Nur nebenbei würde erst das den PISA-Test zu einem pädagogischen Test machen, denn Erziehung zur Mündigkeit kann durch Akte, in denen Mündigkeit erprobt werden kann, erreicht werden, aber kaum durch Entmündigung. Aus Sicht der struktural-relationalen Medienpädagogik geht es darum, Medienkompetenz als selbstbestimmte Mediengestaltung durch die Einübung subversiver Akte im Sinne subkultureller Praktiken zu fördern. Und das haben die Schülerinnen und Schüler, wie man an den Antwortoptionen sehen kann, durchaus verstanden. Subversion ist von MEDA mehrfach als Bildungsziel im Sinne einer kritischen Praxis begründet worden. Zum Beispiel in einer Auseinandersetzung mit Benjamin und Marcuse, in der er schreibt, ich zitiere, die massenhafte Reproduktion der Kunst gibt der Masse die Chance, zum Subjekt der Kunst zu werden. Zitat Ende. Genau so, so meine Lesart, gibt die massenhafte Reproduktion der Wissenschaft der Masse die Chance, zum Subjekt der Wissenschaft zu werden. Und darum ging es in diesem Projekt. Damit komme ich zur Mediendidaktik. Das ist ein Auszug aus einem Umweltbildungsprojekt, das um 1998 durchgeführt wurde. Die Lernumgebung bietet eine Navigation, die auf didaktischen Metadaten basiert. Sie sehen links die Themen der Lerninhalten, oben die Wissensarten und die Medientypen. Das ist die Basis der didaktischen Wissensorganisation, die im Blick auf vernetzte Computertechnologie von MEDA als Webdidaktik bezeichnet wird. Hier sehen Sie eine Lernplattform, in der das Konzept der Webdidaktik als Software umgesetzt wurde. Das Ziel ist dabei, eine individuelle, das heißt selbstbestimmte Navigation zu ermöglichen. Das Konzept basiert auf Wissensorganisationskonzepten, insbesondere der Thesaurus-Theorie, auf didaktischen Konzepten, insbesondere auf dem Göttinger Katalog didaktischer Modelle und einer pädagogischen Analyse von Turing-mächtigen Maschinen. MEDA hat Computertechnologie als Simulationsmaschine, Kommunikationsmaschine, Bildschirmgestaltungsmaschine, Schlüsselloch und Superzeichenmaschine analysiert und auf dieser Grundlage den mediendidaktischen Vorschlag der Webdidaktik für die Lösung des Problems der Navigation in Hypertexten entwickelt. Das Navigationskonzept der Webdidaktik zeigt, wie die Abbildung von kulturellen Gehalten in die Lernzeit mit Computertechnologie pädagogisch realisiert werden sollte und geht insofern über eine Diagnose von Mediatisierungsprozessen hinaus. Und das ist in der Medienpädagogik notwendig, wenn nicht nur das, was ist, fortgeschrieben werden soll.
Die Gestaltung bezieht dabei nicht nur die Wissensorganisation, sondern auch die Software mit ein. Die Grafik zeigt die Systemarchitektur des Intuitel-Systems, in dem basierend auf der Webdidaktik Learning Analytics mit einem künstlichen Intelligenzsystem dazu verwendet werden, Feedback zum Lernprozess sowie Navigationsempfehlungen zu erzeugen. Die Absicht ist dabei nicht die Optimierung von Lernprozessen im Blick auf die Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, sondern die Anregung der reflexiven, individuellen und kreativen Gestaltung des eigenen Lernprozesses. Dazu wird gleichzeitig das Verhältnis des Lernenden zum Material und zur Form im Lernprozess thematisiert und so dem Lernenden vor Augen geführt. Im Gegensatz von Ästhetik und Rationalität, den Meda als einen Ausgangspunkt der struktural-relationalen Medienpädagogik betont, wird damit der Maschine die, so Meda, stumpfe Operativität überlassen, womit die Lernenden einen Freiraum für kreative Gestaltung erzeugen können. Ein solcher Raum kann natürlich auch als Spielraum verstanden werden, in dem dann durchaus auch ein Spiel im Spiel gespielt werden kann. Dazu ein Beispiel. Hier sehen Sie eine Lernumgebung, wieder nach dem Konzept der Webdidaktik, in der Spiel als didaktische Wissensart enthalten ist. Das Spiel wird so im didaktischen Spielraum als ein von Lernenden wählbares didaktisches Modell neben anderen Modellen integriert. Inhalte können aber, wie die Analyse der Computertechnologie von Meda gezeigt hat, auch mittels Algorithmen in einer Simulation zum Ausdruck gebracht werden. Dazu mein letztes Beispiel. Hier sehen Sie einen Screenshot aus einem Spiel, das wir als Unterrichtsmaterial entwickelt und verwendet haben. Unterrichtsthema ist die Stoffstromanalyse. Das Spiel operiert, in der Terminologie der struktural-relationalen Medienbildung gesprochen, in der vierten Welt, der computergestützt medial vermittelten Welt. Und zwar in der speziellen Version, die auf Wahrnehmungstreue, Strukturtreue und Handlungstreue abzielt. Die struktural-relationale Medienbildung kann nun nicht nur verwendet werden, um die Gestaltung von Lernumgebungen und Lernmaterial durch eine genaue Kenntnis des mediendidaktischen Typs zu orientieren, sondern auch zur Beurteilung von Lernumgebungen verwendet werden. Damit komme ich zur Forschung. Hier sehen Sie einen Auszug aus einem Evaluationsinstrument zur Untersuchung von computerbasierten Lernumgebungen, mit dem Schülerinnen und Schüler Lernumgebungen analysiert haben. Im Auszug geht es um die durch die Navigation realisierte Lernoperation als logischer Duktus. Ich habe diesen Auszug gewählt, weil die hier verwendeten Kriterien in der Webdidaktik als didaktische Makromodelle verwendet werden. Die Reflexion von Lernumgebungen, die durch die Vermittlung einer solchen Reflexionssprache angeregt wird, und die Gestaltung von Lernumgebungen werden in der struktural-relationalen Medienpädagogik zusammengedacht. Anhand der Beispiele wurde deutlich, dass das Konzept der struktural-relationalen Medienpädagogik dazu geeignet ist, die Vermittlung von Medienkompetenz und die mediendidaktische Gestaltung von Lernumgebungen zu orientieren. Das gilt nicht nur für Lernende, sondern auch für Lehrende, wie das folgende Beispiel zeigt. Die Zahlen zeigen eine Analyse der Navigationsstruktur in einer webdidaktikbasierten Lernumgebung, die in einem internationalen Projekt von Teams aus der Türkei, Deutschland und England produziert worden ist. Die Analyse der Lehrsequenzen zeigt, dass die Teams didaktische Modelle mit Hilfe der Webdidaktik ausgedrückt haben, in denen ihre jeweiligen kulturellen Besonderheiten zum Ausdruck kommen. Die kulturelle Heterogenität hat die Lernenden übrigens in keinster Weise irritiert. Es ist hier gelungen, Lehrende und Lernende dazu anzuregen, mit der Lernumgebung als Sprachspieler zu spielen. Sprachspieler hat Meda als Figurationen im Raum der Zeichen definiert. Der Sprachspieler spielt, ich zitiere, mit Zeichen um der Bedeutung willen und erliest die Spielzüge seiner Mitspieler und Gegner, um die Bedeutung zu verstehen, damit er seinen Zug setzen kann. Zitat Ende. Im Spiel mit Sprache entsteht eine relevante Relationierung von Theorie und Praxis. Und damit komme ich zur Theorie.
Das Theorie-Praxis-Problem ist von Schmid-Kowarczyk als ein entscheidendes pädagogisches Grundproblem ausgewiesen worden. Dieses Problem kann mit Marci Bönecke und Rath mit dem Umstand markiert werden, dass eine wissenschaftliche Beobachtung immer auch als Eingriff in die Praxis verstanden werden kann, die, wie die Beispiele oben gezeigt haben, von den Lernenden immer auch beobachtet werden. Mit der strukturalrelationalen Medienpädagogik lässt sich das Theorie-Praxis-Problem mit der These erläutern, dass in der Handlung Handlung und Reflexion auseinandertreten, so wie im Erleben Erlebtes und Erleben auseinandertreten. Kreative Gestaltung ist dabei der souveräne Akt der Relationierung von Theorie und Praxis, und zwar in Unterricht und Forschung, wobei Souveränität als etwas, das sich entwickelt, zu denken ist. Souverän sind Lernende, die ihr Lernen selbst bestimmen und also nicht mehr unterrichtet werden müssen, sondern sich selbst unterrichten können, also erwachsen sind. Und genau das ist ja das Ziel pädagogischer Akte. Das Ziel pädagogischer Akte wird in der strukturalrelationalen Medienpädagogik im Begriff des Sprachspielers reflektiert. Der Sprachspieler ist nach Meder ein Bildungsideal. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass jedes Programm digitaler Bildung in der Schule ein Bildungsideal enthält. Lediglich die Struktur von Bildung oder den Bildungsprozess zu beschreiben, liefert Pädagogik aber wehrlos an politische und ökonomische Interessen aus. Das kann man gut finden, wenn man die bestehenden Produktions- und Konsumptionsverhältnisse für nicht verbesserungsbedürftig hält. Wenn man diese aber für verbesserungsbedürftig hält, und das ist aus Sicht der strukturalrelationalen Medienpädagogik der Fall, wird mindestens die Arbeit an der Verbesserung und die Debatte darüber, was Verbesserung bedeutet, zu einer Norm. Entscheidend für die Bestimmung der Norm ist der Kritikbegriff, mit dem erläutert wird, wie es möglich ist, die bestehenden Verhältnisse zu erkennen und als verbesserungsbedürftig auszuweisen. Die Möglichkeit der Kritik wird in der strukturalrelationalen Medienpädagogik bestimmt durch die Korrelation von Lückenhaftigkeit und Genauigkeit oder von Ganzheit und Gliederung. Die Norm wird durch den Non-Operator bestimmt. Es wird gesagt, was der Sprachspieler nicht ist, aber nicht genau, was er ist. Alles andere würde auch sofort in den Selbstwiderspruch führen. Was der Sprachspieler vor allem nicht ist, ist dogmatisch. Der Kritikbegriff wird so verbunden mit einem durch den Subversionsbegriff erläuterten Bildungsideal als fiktionale Konstruktion, das heißt als ästhetischem Entwurf. Bildung wird dabei formal verstanden als die Ausbildung eines Verhältnisses zu sich selbst, zu anderen und zur Welt, und der Ausbildung eines Verhältnisses zu diesen Verhältnissen. Diese prozessuale Sicht schließt kritische Reflexion und kreative Gestaltung ein. In diesen Prozessen werden also Theorie und Praxis aufeinander bezogen. Der Bildungsbegriff der strukturalrelationalen Medienpädagogik basiert dabei auf drei Momenten: auf einer Analyse der Informationsgesellschaft, auf der Entwicklung eines transzendentalkritischen Kritikbegriffs und auf einer normativen Aufforderung zur Gestaltung der Informationsgesellschaft. Die Theorie wird dabei von Meder in der Korrelation der vier Welten transzendentalkritisch bis an die Grenzen der Reflexion zurückgeführt. Die Welt an sich wird in der Welt als Erscheinung reflexiv, die wieder in der medialen Welt reflexiv wird, die wieder in der virtuellen Welt reflexiv wird. Damit ist eine unendliche Reihe eröffnet, in der, wie Meder schreibt, jeder weitere Schritt strukturell nichts Neues bringt, womit die Grenze markiert ist. Dabei ist der Bildungsbegriff selbst als Objekt von Bildungsprozessen, das heißt als tradierungsbedürftiger kultureller Gehalt gedacht, und insofern undogmatisch bestimmt. Der Sprachspieler kann daher, ich zitiere wieder Meder, jenes komplexe Verhältnis, das ich Bildung genannt habe, nur noch in einer sich selbst gebrochenen,
in sich selbst gedoppelten und reflexiv gewordenen Sprache ausbilden. Zitat Ende. Damit komme ich zum letzten Begriff, dem Relationsbegriff. Das Konzept der strukturalrelationalen Medienpädagogik basiert auf einem relationstheoretischen Ansatz. Dieser Ansatz ist differenztheoretisch und ganzheitlich zugleich, wobei Differenz und Einheit in einer Korrelation zueinander stehen, das heißt zugleich voneinander getrennt und aufeinander verwiesen sind. Methodisch basiert der Ansatz also auf der Gleichzeitigkeit von Einheit und Differenz in der Gegenwart, die in der Tradierung kultureller Gehalte selbst als übermittlungsbedürftig gedacht wird und so in ihren eigenen Gegenstandsbereich fällt, womit das Konzept relativ letztbegründet ist. Grundlegend ist dabei der Begriff der Präsenzzeit, mit dem die Einheit von Prinzip und Faktum von Hönigswald erläutert wird, auf dessen neukantianischem Ansatz die strukturalrelationale Medienpädagogik wesentlich beruht. Ich zitiere wieder Meder: Mit Präsenz ist dies gemeint, dass das Erkennen aus sich selbst heraus die Zeit aufspannt, um einerseits kategorialmethodisch voranschreiten zu können und um andererseits Sachverhalte überschauen zu können. Zitat Ende. Genau das aber zeichnet einen medienkompetenten Menschen aus, der seine digitale Bildung selbst bestimmt.